Hallo und grüß Gott, mein Name ist Erhard Mott. Sie sind hier in der E-Bike-Erlebniswelt in Lauda. Hier dabei ist der Steffen Schulz. Ich bin hier Verkäufer in der E-Bike-Erlebniswelt. Er ist selber begeisterter Fahrrad- und E-Bike-Fahrer, so wie ich auch. Und aus dem Grund stellen wir Ihnen heute unser vollgefedertes Tauberrad vor, das Crossover FS. FS steht für Full Suspension, also vollgefedert. So, und ganz am Anfang möchte ich jetzt unbedingt jetzt erwähnen, aus dem Rad kann man wunderschöne Sachen machen, ja. Weil wir lassen das Fertigen in einer modularen Baukastenfertigung. Das erkläre ich Ihnen jetzt gleich. Also das sieht, wenn Sie es dann kaufen täten bei uns, vielleicht ganz anders aus. Ja. Ganz anders. Hier ist es mehr so ein Kaffeeracer. Ne? Genau, wir haben uns so, wir hatten ja eigentlich einen und denselben Gedanken an zwei verschiedenen Tagen. Und ich bin ja auch so drauf gekommen, bin ja auch mit dem Rädle gefahren. Und wie ich mit dem so gefahren bin, über Stock und Stein und auch mal so ein bisschen den Hang hoch, wie man so halt als alter Mountainbiker macht, ne, bin ich mir so vorgekommen wie im Film Indiana Jones auf dem letzten Kreuzzug, wo die Deutschen ihn verfolgen mit seinem Vater und mit diesen alten BMW-Maschinen da rumheizen. Ne? Und genauso ist es mit dem auch. Also ich bin hier wirklich auch mal auf dem höchsten Modus bin ich gefahren. Das war dann der Turbo und ich konnte jeden Hügel hochfahren, ob das Wiese war, ob das bucklig war. Macht richtig, richtig Spaß mit dem Fahrrad. Ja, also der Grund ist vielleicht noch ganz kurz, das erklären wir nachher aber noch, der Bosch Performance CX Motor mit 85 Newtonmeter und die Schaltung und so weiter und so weiter. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kurz zum Kapitel Full Suspension vollgefedert. Warum eigentlich? Denn das macht das Rad auch ein wenig schwerer wie ein Hardtail, also einen harten Schwanz. Wieso? Wir haben hier durch diese Konstruktion haben wir einfach mehr Material, hier der Dämpfer und der Hinterbau. Es ist so, wir hätten an einem vollgefederten Rad ein aktives Fahrwerk. Das heißt, wenn Bodenunebenheiten kommen und dann geben die Räder nach, also die gehen nach oben, einem Hardtail oder einem normalen Fahrrädler ohne Federung, passiert ja das, dass, das habe ich auch schon ausprobiert, wenn so ein Hübel kommt, und dann hebe sie ja leicht ab. Ne? Also ne, man, wird, ne, ja. Man schwebt ja mal kurz. Und das will man ja vermeiden, weil wenn die Reife keinen festen Kontakt mehr haben zu der Fahrbahn, wird ja das Fahrverhalten instabil und unsicher. Aus dem Grund, Vollfederung passt sich immer an, ans Gelände, an die Straße und natürlich der Komfort. Also diese Faktoren sind vor allem Dinge, warum man hier vollgefederte Systeme entwickelt hat für Fahrräder. Wir haben hier einen Viergelenker. 1, 2, 3, 4. Ja, und das ist erstmal das. Dann sollte man vielleicht noch erwähnen, ein Rockshox-Dämpfer ist hin. Ja. Da tut man mit dem Luftbümble, tut man den Luftdruck einstellen, genauso wie in die Gabel. Mhm. Wassergabel haben wir jetzt dort drin gewählt. Hier haben wir jetzt die RST Puls R drin. Das ist die mit dem Stahl. Schafft oben. Genau. Und zwar ist die ja dann auch sehr gut, wenn wir einen Speedlifter einbauen würden, ne? Weil die Federgabel, die einen Stahlschaft hat, auch diesen starken Speedlifter auch aushält, wenn der eingebaut wird. Okay, also es gibt noch die andere Alternative, wenn man eine Wok-Gabel nimmt, ne? Genau. Auch von RST. Ja. Mit Dual, also das sind jetzt Begriffe, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Ist auch nicht schlimm. Ja. Die Wok-Gabel hat 80 mm Federweg, diese hat 50 mm Federweg. Aus dem Grund gibt es jetzt unterschiedliche Gabel für ganz andere Einsatzbereiche, weil wir nämlich hier aus dem Rad einmal diesen Kaffee-Raser machen können. Ne? Richtig, genau. Das zeichnen wir Ihnen gleich mit welcher Ausstattung und aber auch ein Cross-Country-Rad mit Geländebereifung und. Und da kann man jedes Mal die jeweil richtige Gabel und so weiter wählen. Richtig. So. Ja, ich bin ja letztendlich, wie ich es am Eingang gesagt habe, ausgiebig mit dem Fahrrad gefahren und ich muss wirklich das, was du eben gerade gesagt hast, wiederholen. Es ist wirklich so, wenn ich mit diesem Fahrrad fahre, ich bin mit dem Fahrrad gefahren über Stock und Stein, über Wiesen, wo wirklich richtige Dallen waren. Also
hier hinten, der ganze Hinterbau, das Hinterrad, ja, das ist wirklich, das nimmt alle Buckel mit. Ich merke wirklich gar nichts. Man ist ja immer gespannt, wenn mal wieder ein Rädle auf dem Markt kommt oder wieder der Hersteller, gerade Tauberrad hier speziell, etwas Neues entwickelt, ist man ja immer mal gespannt, Mensch, wie reagiert das Rädle? Ist es komfortabel? Wie ist die Federung? Ist die Federung wirklich qualitativ hochwertig? Und ich kann hier wirklich nur sagen, dass das Rad absolut geländetauglich ist und auch straßentauglich sowieso. Man könnte es wirklich nutzen als, ich sag mal, Tourenrad. Da macht man sich halt einen anderen Gepäckträger hinten drauf oder dann im Gelände, da kann man mal die Schutzblechle abmachen und kann dann richtig das als Vollfully verwenden, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr schönes Rad. Gut, mir wäre es eigentlich fürs Gelände fast zu schade, dass man brachial da drin rumfährt. Ich zeige jetzt mal, was man so an Gepäckträger drauf machen kann. Vielleicht zeige ich mal jetzt mal gerade unseren Zuschauer, wie man das zu einem schnellen, bequemen Tourenrad konfiguriert. Ich hole jetzt mal da hin am Bänkle, hole ich jetzt mal so ein Gestell daneben. Können Sie sich vorstellen, das gibt auch Gepäckträger da drauf. Und naja, das ist halt eine vollkommen andere Optik. Es gibt noch wesentlich schönere Tourengepäckträger. Das ist so ein kleiner, schmaler, leichter. Nur so zur Info. Dann könnte man, wie es schon der Steffen erwähnt hat, für Touren da vorne einen Speedlifter einbauen, damit man einfach hoch rauskommt. Richtig. Wir haben sogar die Möglichkeit, verschiedene Lenkerformen ab Werk einbauen zu lassen. Genau, dass es auch bequemer wird für den. So, und für eine Federgabel könnte man dann zum Beispiel die Wok empfehlen oder jetzt daneben dann die Pulsnase. Die Bereifung ist dann noch einmal eine interessante Sache. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwo draußen in der Welt ein Rädler sehen, wo Sie so, oh, ja, gefällt mir auch. Und Sie sagen, ja gut, aber ich will ja gar nicht so ins Gelände gehen. Dann haben Sie das Dilemma, dass wahrscheinlich keiner Zeit hat, Ihnen da neue Reife drauf zu machen oder andere oder was weiß ich. Vielleicht auch doch. Egal, hier bei uns können Sie das direkt ab Werk so haben. Ich mache den kleinen Aufpreis, ich weiß es gar nicht. Die Johnny Watts Reifen. Genau, der Johnny Watts, ich sage mal Johnny Walker. Das ist ein bisschen mehr im Preis, ne? Aber geringwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind ein paar Euro. Weil Sie zahlen nur den Aufpreis. Ja. Sie müssen nicht die Montage bezahlen, weil wenn wir jetzt bei uns in der Werkstatt das runter machen müsste und andere wieder drauf und verrechnen und hin und her, ab Werk ist das wesentlich günstiger, Richtig. Weil die Arbeit ist immer die gleiche. Ich hole jetzt mal gerade das andere Rädle.